zweiter Teil unseres Themas Lasterbremsung. Wir gehen eine Stufe weiter. Nach den N-Wagen wurden im Ruhrgebiet S-Bahn-Züge in Dienst gestellt, die aus 3 oder 4 Reisezugwagen bestanden. Mit der Gattungsnummer X wurden die bezeichnet. Und diese Reisezugwagen im S-Bahn-Verkehr, geschoben mit einer Lokomotive, waren schon irgendwo etwas Besonderes. Das gab es sonst in Deutschland nicht, nur im Rhein-Ruhr-Gebiet. Und um diese S-Bahn Rhein-Ruhr zu optimieren, haben alle Wagen eine Luftfederung bekommen. Das war in erster Linie dazu da, den Einstieg an den Bahnsteigen bodengleich zu halten. Das heißt, Einstieg des Zuges gleich Höhe der Bahnstechkante. Dazu brauchen wir eine Niveauregulierung und das lässt sich nur über ein Luftfedersystem realisieren. Wir schauen uns das hier mal in der Zeichnung kurz an. Wir haben in der Mitte das sogenannte Luftfederungsventil und hier die beiden Luftbälge der Drehgestelle. Dieses Luftfederungsventil sorgt dafür, dass die Einstiegshöhe der Kante, der Türkante, immer gleich bleibt. Und dieser Wert wird eingestellt über diesen Hebel, dieses Spannschloss und einen Wert. Diese einmal eingestaltete Größe wird das Luftfederungsventil immer wieder einstellen. Wie passiert das? Das Ventil ist befestigt zwischen Wagenkastenuntergestell und Drehgestellrahmen. Das heißt, wenn die Feder belastet wird, wandert das Gehäuse nach unten und dieser Effekt tritt ein. Der Hebel bewegt sich nach oben und veranlasst das Ventil, aus dem Vorratsluftbehälter Luft in die Luftfedern zu lassen. Die Luftfeder wird dadurch mit höherem Druck beaufschlagt, geht nach oben, bläht sich auf und das geschieht so lange, bis dieser Hebel wieder in der Waagerechten steht. Die Niveauregulierung ist erreicht. Was passiert, wenn der Wagen am Endbahnhof entladen wird? Genau der umgekehrte Vorgang. Der Luftfederdruck überwiegt, drückt nach oben, das Ventil wird nach oben gedrückt, der Hebel geht nach unten und entlüftet das Luftfedersystem ins Freie. Und das geschieht auch wieder so lange, bis wir den Hebel des Luftfederungsventils in der Waagerechten haben. Einfaches, zuverlässiges, gutes System. Der Bremser hat natürlich gesagt, ja super, da habe ich ja automatisch meine pneumatische Regelgröße, um meine Bremse zu justieren. Ich brauche gar kein zusätzliches Bauteil mehr anzubauen. Das Luftfederungsventil übernimmt für mich diese Tätigkeit. Wunderbar. Und genau so ist das. Das heißt, der Bremser, der Ingenieur, der die Bremsanlage konstruiert, nimmt hier am Luftfedersystem die Luft ab und nutzt die als Steuergröße. Weil es gibt ein ganz einfaches Prinzip: Fahrzeug beladen, hoher Luftfederdruck, Fahrzeug leer, niedriger Luftfederdruck. Denkt an euren Pkw, wenn ihr in Urlaub fahrt. Dann erhöht ihr den Druck in den Reifen, weil ihr eine höhere Zuladung habt. Und wenn ihr aus dem Urlaub kommt, sagt es dann die Betriebsvorschrift, muss der Druck in den Reifen entsprechend wieder erniedrigt werden. Das muss man da manuell tun. Das passiert bei einem Eisenbahnfahrzeug in dieser Technik automatisch. Dieses Diagramm entspricht diesen X-Wagen aus den Rhein-Ruhr-S-Bahnen. Und was wir jetzt zusätzlich sehen, dass diese Fahrzeuge eine Hochleistungsbremse hatten. Das heißt, die hatten eine schnelle und starke Bremse grundsätzlich, darauf waren die festgelegt. Und dementsprechend sieht auch das Diagramm jetzt aus. Das heißt, bei 28 Tonnen Eigengewicht begann es mit 2,35 bar C-Druck und einem Luftfederdruck von 1,9 bar. Und die Luftfeder hatte im Mittel 4 bar bei voller Zuladung, bei 48 Tonnen. Und dann war der Bremszylinderdruck angestiegen auf 3,8 bar. Hier ist der Zusammenhang zwischen Luftfederdruck, Gewicht und Bremszylinderdruck sehr gut zu erkennen und auch übersichtlich. Nachdem die erste Generation N-Wagen eine bremstechnische Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h lediglich hatte,
wollte man das auch noch etwas beschleunigen und die 140 km/h anstreben. Dazu war es aber zwingend erforderlich, diese Fahrzeuge mit einer Scheibenbremse auszurüsten. Aus diesem Grund musste die Bremsanlage etwas angepasst werden, denn es kam eine dritte Bremsstellung dazu. Neben langsam und schnell wirken, G und P, wurde die Bremsstellung R, schnell und stark wirkend, einstellbar gemacht. Das erforderte ans Steuerventil zunächst erstmal, um die Bremse schneller zu machen, einen Schnellbremsbeschleuniger anzubauen und zum zweiten einen Druckübersetzer vorzusehen, der diese Umschaltung P nach R, also schnell wirkend, auf schnell und stark wirkend realisierte. Da war dann kein Platz mehr für das regelbare Relaisventil und die Einstellung der Lasterbremsung kam dahinter ins regelbare Lastbremsventil. Die anderen Einrichtungen, Einstellventil TU und Mitteldruckventil, blieben wie gehabt. Weil es sich hier um eine Hochleistungsbremse handelte, bekamen diese Wagen auch Gleitschutz. Sie ist nämlich so, dass sobald eine Bremse mehr als 150 Bremshundertstel erreicht, diese Fahrzeuge einen Gleitschutz benötigen, weil bei diesem hohen Bremshundertstelanteil die Gefahr im Herbst des Blockierens der Radsätze aufgrund schlechtem Schienenzustand besteht und der Gleitschutz vorzusehen ist. So sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Gut zu erkennen, dass zu unserem ersten Reisezugwagen die Anzahl der Bauteile erheblich gestiegen ist. Wir haben Wellenbremsscheiben, wir haben pro Radsatz einen Bremszylinder, wir haben Auslassventile vom Gleitschutz, wir haben die beiden Tastdruckventile auch diagonal wieder angeordnet, wir haben ein erweitertes Steuerventil mit Schnellbremsbeschleuniger und Druckübersetzer, wir haben einen dreistufigen Bremsstellungswechsel G, P und R. Wir haben das außenliegende regelbare Lastbremsventil und wir haben eine Schauanzeige, die dem Bremsbeamten am Zuge den Zustand der Bremse äußerlich kenntlich macht. Und wir haben einen Schleppzeiger und ein C-Druckmanometer, was dem Wagenmeister dazu diente, festzustellen, ob die Lasterbremsung funktionierte. Das wurde wie folgt gemacht. An diesem Manometer befand sich ein Schleppzeiger und dieser Schleppzeiger wurde mit einem Dreikantschlüssel auf 0 gestellt und bei der nächsten wagentechnischen Untersuchung hatte der Wagen mindestens einmal eine volle Zuladung, das war in jedem Nahverkehrsumlauf der Fall, und dann hatte sich der Schleppzeiger auf den Höchstdruck eingestellt. Wenn er das nicht getan hat, dann ließ sich daraus schließen, dass ein Problem an der Lasterbremsung vorlag. Und dann wurde der Wagenmeister tätig. Kurz nur, der Vollständigkeit halber, der Druckübersetzer DU21 C1,27, der uns die Umschaltung von der Bremsstellung P nach R ermöglicht, so ist er aufgebaut. Das heißt, in der Bremsstellung P setzt er den C-Druck des Grundsteuerventils runter. Es arbeiten zwei Flächen gegen CV und in der Stellung R arbeitet nur eine Fläche gegen CV und der volle Vorsteuerdruck wird ausgegeben. Das heißt, hier sind es maximal bei Vollbremsung 3,1 bar und hier sind es bei Vollbremsung 3,8 bar. Das werden wir aber später nochmal wiedersehen. Ja, und der Kern der Lasterbremsung jetzt in diesem Diagramm, das war mir zur Erläuterung das Bessere. Ihr seht wieder dieses komische Ventil mit einer Wippe, aber hier wird bei dieser Darstellung die Funktion doch deutlicher. Zunächst hier oben ein schwach beladenes Fahrzeug, niedriger T-Druck. Die Rolle steht hier rechts. Das heißt, der CV-Druck vom Steuerventil hat einen kurzen Hebel zur Verfügung und kann keine große C-Druckhöhe daraus erreichen. Das Fahrzeug ist beladen, der T-Druck ist hoch, die Rolle ist nach links gewandert. Der Hebel des CV-Drucks ist wesentlich länger. Wir sehen hier an diesen Hilfsstrichen die Differenz. Und der CV-Druck kann einen wesentlich höheren C-Druck erzeugen. Das ist das ganz einfache Prinzip der regelbaren Relaisventile und der regelbaren Lastbremsventile. Kommen wir zu unserem Lastenesel und in die Gegenwart. Wir werden jetzt sehen, dass die ganzen Dinge, die wir vorher besprochen haben, sehr viel Sinn gemacht haben, weil ein Teil der Elemente kennen wir schon.
Wir kennen das Grundsteuerventil, wir kennen den Schnellbremsbeschleuniger, wir kennen den Druckübersetzer und sehen jetzt hier im Ausgang zwei verfügbare C-Drücke. In der Bremsstellung P bei Vollbremsung 3,1 bar, in der Bremsstellung R bei Vollbremsung 3,8 bar. Aber, und jetzt kommt der Punkt, es hat sich was verändert. Wir sehen am Drehgestell 1 unsere Luftfeder mit dem Luftfederungsventil und der Niveauregulierung, genauso wie am Drehgestell 2. Spiegelbildlich exakt das gleiche. Aber wir erkennen, dass es zwei regelbare Lastbremsventile gibt. Wir haben hier also jetzt quasi die Deluxe-Ausführung der automatischen Lasterbremsung. Jedes Drehgestell wird exakt für sich eingestellt und exakt auf den Belastungszustand. Besser geht es technisch nicht. Das bedeutet, ist dieses Drehgestell höher belastet, folgt auch ein höherer C-Druck für die Bremszylinder dieses Drehgestells. Ist dieses Drehgestell niedriger belastet, folgt auch ein niedrigerer Bremszylinderdruck für dieses Drehgestell. Oder umgekehrt, oder beide gleich. Wir haben durch die Doppelung der Bauteile, im Eingang ist der Druck der gleiche, der Vorsteuerdruck des Steuerventils ist derselbe, aber im Ausgang differenzieren wir die Bremszylinderdrücke für jedes Drehgestell und erreichen damit eine optimale Anpassung der Bremskraft an die Fahrzeuggewichte. Und damit sind wir, was es technisch angeht, im 160 km/h-Verkehr mit diesen wahnsinnig schweren Wagen auch gut beraten. Ich wiederhole es nochmal, da ist die Bremse wirklich auf Kante genäht. Und da muss alles perfekt funktionieren, damit unter allen Voraussetzungen immer die Bremswege eingehalten werden. Ja, und schon haben wir den Dusto-Wagen erklärt, weil wir die Grundlagen verstanden haben. Und jetzt auch wissen, warum das alles überhaupt gebaut worden ist, warum man das gemacht hat. Und wie man Stück für Stück immer schlauer geworden ist, das immer weiterentwickelt hat. Und das gilt auch für unsere heutigen Triebwagen, ob ET oder VT, die technisch das alles etwas anders regeln, aber nach dem gleichen Grundprinzip gesteuert werden. Aber das ist wieder so different in vielen Bereichen, dass man das in einem eigenen Video betrachten muss, sonst wird das so unübersichtlich. Und man muss auch sagen, in den einzelnen Fahrzeuggenerationen gibt es dann auch wieder bei der Umsetzung erhebliche Unterschiede, die man sich ansehen muss. Jetzt nochmal das Diagramm des Dusto-Wagens, aufgeteilt in die beiden Bremsstellungen P und R. Und man erkennt hier schon sehr deutlich die immensen Tonnagen bis zum vollen Fahrzeuggewicht von 68 Tonnen. Allerdings wird die bremstechnische Höchstmasse bei 62 Tonnen erreicht. Da ist dann der Bremszylinderdruck in Rapid, in Hochleistungsbremse bei 3,8 bar. Und wir lassen jetzt die MG-Bremse mal außen vor, weil das eine Zusatzbremseinrichtung ist, die ja nur bei Schnellbremsung eingesetzt wird und hoher Geschwindigkeit. Aber wir sehen, hier muss das über einen weiten Bereich gespreizt werden, kontinuierlich ansteigen, um dann hier den Höchstdruck zu erreichen und fortgeführt zu werden. Ja, und das regelbare Lastbremsventil, dieser Wagen heißt RLV 23. Diese Nummern sagen nur was über die Einstellungen. Diese Ventile haben eine interne Einstellung, die immer zum Fahrzeug angepasst werden muss. Das sind grundsätzlich gesehen universell einsetzbare Bauteile, aber die müssen mit ihren Einstellungen an die entsprechenden Fahrzeuge angepasst werden. Ja, sind wir am Ende dieses Videos und wie ihr von mir kennt, nochmal eine Bemerkung eines Uralteisenbahners: Unterschätzt bitte die Einrichtung dieser automatischen Lastanbremsung nicht. Ich habe mehrfach Züge bewegt, wo diese Einrichtung nicht in Ordnung war und das hat man als Lokführer deutlich bemerkt. Auch habe ich in der Werkstattzeit und in der Instandhaltung etliche Schäden an den Einrichtungen gesehen. Wir haben in den Werkstätten alle Instrumente, das zu prüfen und mit relativ einfachen Mitteln Fehler festzustellen. Wenn es also im Betriebsdienst Unregelmäßigkeiten gibt, gerade bei beladenen Zügen, sich der Bremsweg verlängert, dann muss bei dem Lokführer sofort die Alarmleuchte klingeln und dass der Werkstatt gemeldet werden zur Überprüfung.
Es ist tatsächlich so, dass man das deutlich merkt und sich die Bremswege erheblich verlängern. Gerade bei den Doppelstockwagen kann sich das katastrophal auswirken und deswegen ist da die Instandhaltungsarbeit bezüglich der automatischen Lasterbremsung immens wichtig, wie bei allen anderen Wagen natürlich auch, aber hier besonders. Und denkt da bitte dran, achtet da drauf. Aktuelle Anlässe lassen ja wieder die Basics etwas in den Vordergrund kommen. Das Wichtigste bei der Eisenbahn ist eine durchgehend freie Hauptluftleitung zum Steuern der Bremse. Alles, was verfügbar ist, an Bremsen eingeschaltet. Die Geschwindigkeiten einhalten, die Mindestbremshundertstel einhalten und ansonsten Fahrplanabweichungen holen. Denkt immer auch bei allem Stress an diese Basisinformationen und das Basiswissen. Das kann Leben retten und ist immens wichtig. In diesem Sinne hoffe ich, jetzt da etwas Klarheit gebracht zu haben. Viele Informationen, die ich euch geben konnte, würde es so ohne dieses Video in Zukunft nicht mehr geben. Davon bin ich überzeugt. Viele alte Unterlagen sind mittlerweile weg. Ich habe noch vieles davon und werde das jetzt mal katalogisieren. Und es ist ein interessantes Thema und wenn man sich da mal ein bisschen reindenkt, dann wird einem die Tiefe der Eisenbahntechnik bewusst und wie vielfältig das alles ist. Okay, in diesem Sinne, bis dahin, tschüss.